Guten Tag und willkommen zu Crowtell. Da sich die meiste Mehrheit von euch gewünscht hatte, oder die große Mehrheit von euch gewünscht hatte, dass ich nochmal weiterspiele, den lieben, liebenswürdigen Crowtell oder die liebenswürdige Krähe namens Crow, die ein eigenes Hotel, ein eigenes Hotel besitzt, ein eigenes Hotel managt, ja, und versucht hier gerade Ordnung zu schaffen, weil zwei Katzen, oh genau, der hier, den gab es ja auch noch, genau, wie bin ich denn ausgewichen? Kann man denn überhaupt ausweichen? Zwei nette Katzen sind vorbeigekommen, haben gesagt, yo, das ist dein Hotel? Mal schauen, ob es sauber ist, ja. Und dann ist die Krähe losgezogen und hat festgestellt, fuck, ich muss ja was machen. Ne? Ich muss was machen, ich muss hier aufräumen, denn es sieht hier aus wie im Saustall, ja. Und das ist unser Auftrag. Wir müssen versuchen, das Hotel hier zu säubern. Bevor die Katzen kommen und sich das anschauen. Ja, und jetzt sind wir schon auf dem Dach. Letztes Mal haben wir sogar einen Boss besiegt. Kannst du springen? Ich kann an diesen Dinosaurier nicht vorbei. Das kann nicht sein. Ich glaube, ich hab's. Ich habe herausgefunden, wie ich diese komischen Dinosaurier austricksen soll. Was haben sie überhaupt in meinem Hotel zu suchen? Hä? Ist das das Personal, das sich gerade gegen mich aufrichtet? Ist das eine Rebellion? Oder wer soll das sein? Ist das ein Boss? Hi, isn't that the carpenter I hired to build this hotel? Oh. Oh, Moment, falscher Knopf. What a lazy guy, he didn't even finish his job. Wake up, you stinker! Maulwurf, der eigentlich dieses Hotel bauen sollte. What's the big idea? Get ready for my rat slam. Ach, das ist eine Ratte, okay. Okay, du fucking Ratte, solltest eigentlich... Oh, was macht er da? Oh, seine Schraubenschlüssel. Seine Schraubenschlüssel Magic. Kann ich ihn hier treffen? Perfekt, kann ihn treffen. Der scheint mir aber nicht so schwer zu sein wie das Skelett. Den müsste ich handeln können. Okay, Versuch Nummer 2. Gib ihm. Hier, wenn er da oben steht, ist easy. Wenn er da oben steht, ich lasse mich auch treffen, ist egal. Obwohl, okay, hätte vielleicht nicht sein müssen, das erst recht nicht. Oh, er kann sogar Bomben werfen. Was ist mit dem los? Was ist mit der Ratte los? Mach deinen scheiß Job, ja? Wofür bezahle ich dich überhaupt? Du dreckige Ratte. Mach deinen Job, ja? Was mache ich denn da? Wieso renne ich immer in ihn rein? Wieso renne ich in ihn rein? Wieso? Mann. Er ist eigentlich mega einfach, aber ich stelle mich gerade an wie der letzte Vollidiot. Guckt euch das an. Guckt euch das an! Was ist das denn? Okay, diesmal... Diesmal zeige ich dir, wer hier, wer hier der Boss ist, ja? Nämlich ich, Crow. Und du, kleine Ratte, hast deinen Job nicht erledigt. Alter, diese Bomben, ne? Du, kleine Pissratte, Kanalratte, du. Mach deinen Job! Oh mein Gott. Das kann doch nicht sein. Was ist denn los mit der Ratte? Okay, komm. Du ergibst dich und es gibt eine Gehaltserhöhung. Komm, ich gebe dich. Alter, okay, der wirft immer 3 Bomben. Merken wir uns. Oh mein Gott, habe ich mich erschreckt. Mann, wie ich den hasse. Was ist denn los mit dir? Ich nehme alles zurück. Der ist gar nicht so viel einfacher als das Skelett. Komm schon. Okay. Bitte Schraubenschlüssel, keine Bomben. Ah, Bomben sind uncool. Oh. Okay, das war gut. Ich bin voll... Oh, da habe ich mich gerade gelobt, dass ich so gut ausgewichen bin, ja? Und genau in dem Moment... Komm, er ist gleich down. Oh, er springt über mich. Perfekt, er ist gleich down. Das schaffe ich. Perfekt. Vor allem, er hat mich gerade noch mit einem Schraubenschlüssel getroffen. Was wäre passiert, wenn ich nur noch ein Herz hätte? Das wäre gefährlich gewesen. Ist das ein Telefon? Ist das ein Telefon? Hey, Crow, it's us. The Health Inspector Cats. You're taking way too long. So me and my partner are starting on our own. This place is a dump. Once we find you, we are closing this place down for good. Oh, by the way, this phone can overheat if you keep the shut button held down. Okay, dann machen wir das. Don't want you to burn your little ears off. See ya later. Und wieso brennt das nicht? Ich drücke gerade. Was ist das für ein Telefon? Wenn ich ganz schnell schieße... Da. Ach so, ich... Lol, das ist ja cool. Ich kann jetzt meinen Angriff aufladen. Ich habe Power-Up bekommen. Wie schön ist das denn? Okay, aber die
Die Katzen sind auf jeden Fall unterwegs. Die Katzen sind unterwegs und sie haben gesagt, wenn die uns finden, ja, dann schließen die den Laden hier, weil das ist hier ein kompletter Saustall, ja. Aber das lasse ich nicht auf mir sitzen, ja. Ich zeige ihnen, dass ich noch ein sehr guter Hotelmanager sein kann. Das bin ich. Hotelmanager ist mein Job, ja. Wieso? Ah, nee, gar nicht. Wollte gerade sagen, wieso tauche ich hier auf, aber ich bin ja nicht gestorben, ich bin ja nur runtergefallen. Deshalb, man rutscht irgendwie auf diesen komischen Dingern so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Oh, flieg doch! Alter, was ist das für eine Krähe? Wieso kannst du nicht fliegen? Wieso kannst du nicht fliegen? Weißt du? Oh, weißt du? Wieso? Hä? Hä? Wieso bin ich da durchgefallen? Okay, Konzentration. Konzentration. Das ist der Sprung meines Lebens! Ha, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Jetzt hier landen. Perfekt. Und. Perfekt. Was zur Hölle ist das? Okay. Okay. Ich frag nicht weiter. Okay, der lässt sich gar nicht besiegen. Die blauen Puddingviecher lassen sich gar nicht besiegen. Ah, nein. Jetzt krieg ich doppelt Schaden, oder? Als ob ich wieder vor den Plattformen auftauche. Als ob. Als ob. Okay, okay. Konzentration, Konzentration. Mach keinen Scheiß. Ah, du musst nicht unbedingt... Na, was mache ich denn? Okay, alles gut. Ich habe noch zwei Herzen. Okay. Mit dir komme ich auch noch klar. Boah, was ist das für ein für schnelles Spiel? Ist das ein... Achso, das ist ein Knopf. Ah. Ey! Ey! Was ist mit dir? Moment. Moment, was ist das hier oben? Ah, ich kann da was durchschicken. Hä? Hä? Moment, ich schicke mal einen ganz starken Schuss da durch. Ah, interessant. Ein interessantes System. Cool, cool. Fahrstuhl, zum ersten Mal benutzt den Fahrstuhl. Sonst haben wir immer Treppen benutzt. Okay. There is a fifth floor? Oh man, I told that lazy rat to only make four floors. At least he can't charge me extra now. Haha. Das, so sieht's aus. Wir haben ihn getötet. Er kann uns nicht, von uns keine extra Bezahlung verlangen, weil wir haben ihn getötet. Wir haben ihn einfach eiskalt getötet. Ja. Und wir haben eine fünfte Etage, wieso auch immer. Wir haben eigentlich nur vier Etagen geplant. Wir haben auch der Ratte gesagt, hey, wir wollen vier Etagen. Was haben wir bekommen? Fünf! Geister! Geister! Weißbrot! Oh mein Gott! Jumpscare! Wer bist du denn? Der sah sehr süß aus. Hier kriege ich einen Jumpscare des Todes. Oh. Alter! Die erschrecken mich! Okay, ich kann hier rein, oder? Ich gehe hier weiter. Oh mein Gott! Wer bist du denn? Bist du ein Gegner? Du bist gar kein Gegner. Hey, another one fell down. Wait, you're not a fly for me to feast on. I've been living off unfortunate bugs that fall here for months. Anyway, there is a bunch of locks up ahead, but I can't figure out how to unlock them. And these doors only lead to small closet of rooms. I've already accepted that I'm stuck here forever. I embrace my humble new life. Okay, er ist hier wohl schon länger ein bisschen hier unten, ja, der liebe Frosch hier. Und er frisst hier Kakerlaken, die hier runtergefallen kommen. Ja, gut. Interessant. Hier kam ich nicht durch. Auf der anderen Seite vielleicht? Hier? Hä? Hopp. Und jetzt? Hopp. Hä? Und jetzt? Hopp. Hä? Und jetzt? Jetzt komme ich noch nicht mal weiter. Ach, guck mal da oben. Moment, Moment. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, genau, da oben. Hopp. Da oben. Da oben, ich muss ihn führen. Nein, komm schon. Komm schon, ja, ja. Okay, okay. Ach, fuck, der Eisblock. Ich muss ihn führen. Ich muss einfach nur stehen und dann springen, wann er springen muss. Okay. Okay, das schaffe ich hin. Das kriege ich hin. Nein. Ach, Mann. Mann. Das ist aber ein cooles Konzept. Ich finde das Spiel generell irgendwie cool. Das ist ja so ein kleines Indie-Projekt-Ding, aber echt cool gemacht. Echt cool gemacht. So, Knopf Nummer 1 betätigt. Jetzt haben wir die rote Tür offen. Okay, gut. Dann nächste.
Wieso, was soll ich? Achso, ich kann auch schießen. Okay, ich kann auch schießen. Gut, ich kann auch schießen. Alles cool, alles cool. Boah, du bist der Nächste? Perfekt. Und die Knöpfe muss ich jetzt treffen, oder? Fuck! Ah, ich habe nach oben gedrückt. Ich wollte nach oben zielen. Ach, der ist sogar hier unten noch. Okay. Perfekt. Und jetzt den Knopf betätigen und das war's, oder? Das war's, oder? Check mal schon. Zack, perfekt. Beide Türen geöffnet und er ist weg. Guck mal, der hat sich sofort das Weite gesucht. Ja, der hat sofort das Weite gesucht. Was ein Lappengesicht. Ich hab ihn gerettet. Er hat nie mal Danke gesagt. Oh mein Gott, diese Geister, ey. Oh, du musst hier echt vorsichtig laufen. Da ist er. Ist das ein Boss? Ich habe gar keinen Safe Point gehabt. Das ist ein Boss, oder? Der Frosch da unten. Die Fresse. Er ist ein Boss, oder? Was zur Hölle? Lauf! Er hat den Frosch getötet. Es wurde gespeichert. Okay, gut. Ich falle. Okay, gut. Noch ein Bosskampf. Da kommt er, da kommt er. Okay, es werden wenigstens Pfeile angezeigt. Wo die Geister kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist echt mal ein cooler Bosskampf. Da war gerade ein Nerdgeist. Da war gerade ein Geist, der aussah wie ein Nerd. Da sind ganz viele Nerdgeister. Ey, der Boss ist voll cool. Der Boss ist voll cool. Ich mag ihn. Perfekt. Der ist fast down. Der ist schon... Oh mein Gott. Okay, das kam gerade... Das kam gerade unerwartet. Okay, 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 okay. Alles unter Kontrolle. Er ist schon ganz klein. Er ist schon ganz klein. Komm. Buttons mashen. Immer schön mashen. Und der Gang wird auch immer enger. Ich treffe den nicht mehr. So, perfekt. Er ist down. Und jetzt? Jetzt klatschen wir unten mit 100 km/h auf dem Boden auf und sterben. Basement. Okay, wir sind diesmal im Keller. Wir waren jetzt... Ich hab einen Geist, der mir hinterher folgt. Ist das gerade ein Isaac? Eine Anspielung? Ein Isaac ist der Eck? Geister. Weil... ich bin in einem Basement und mir folgt so ein kleiner Buddy. Als wäre ich in Isaac. Aber er schießt nicht. Alter, was zur Hölle bist du denn? Was zur Hölle bist du denn? Ein riesiger Pilz. Oh nein. Vorsichtig, vorsichtig, perfekt. Natürlich fällt man da runter. Nein, komm schon. Und das war mein Tod. Komm schon. Oh, perfekt. Okay. Ey, wie lang ist das Spiel? Ich habe eigentlich erwartet, das Spiel ist voll klein. Ah, ist voll riesig. Okay, im Keller ist auch alles voller Klamotten. Ein Geist? Im Keller ist auch alles voller Klamotten. Oh mein Gott. Ah, Küchenschabe, Kakerlake, wer auch immer. Oh, wieso springt er so hoch? Was war das denn gerade? Nein, nein. Oh, jetzt alles wieder von vorne. Super, super. Okay, gut geschafft. Oh, was bist du denn? Oh, Automat. Dosenautomat. Und er hat mich getötet. Er hat mich getötet. Ein Dosenautomat hat mich getötet. Okay, ich habe noch volles Leben. Alle 4 Herzen noch am Start. Ich muss mein Telefon aufladen. Perfekt. Oh, Automat diesmal weg, ohne Schaden zu bekommen. Leute, die Pro-Skills werden gerade ausgepackt. Okay, jetzt nach unten. Alter, ich geh gerade aus dem Basement aus in die Hölle, oder? Ich gehe gerade direkt in die Hölle. Es ist wieder so ein Riesenpilz. Wie glücklich er einfach aussieht. Er sieht so glücklich aus. Hier. Schuss Nummer 1. Schuss Nummer 2. Boah, ich bin gerutscht. Eisstachel. Komm schon. Nein, nicht du schon wieder. Nicht du schon wieder. Boah. Geist. Ich wusste, dass einer rauskommt. Boah, da wusste ich nicht. Okay, ich hab's vermutet, aber keine Angst. Ach, komm schon. Oh, der kann auch... Oh, komm schon, dass er mal schießen kann. Hat er noch nie gemacht. Geist. Hier auch noch einer jetzt. Geist. Okay, perfekt. Ich hab nur noch ein Leben. Bäh, halt die Schnauze. Okay, okay. Alles unter Kontrolle. Ein Herz. Ich brauche ein Safe State. Komm schon. Bitte keine Geister. Bitte keine Geister. Bitte keine Geister. Ich brauche ein Herz. Nein, nicht ihr. Oh, wie gemein das jetzt ist. Ich kann ihn nicht töten. Kann ich die Eispickel abschießen?
Oh, wie gemein das ist. Ich hab da nur ein Herz. Okay, diesmal habe ich 3 Herzen am Start. Aber wenn man schnell ist, dann geht das. Dann geht das. Dann geht das. Nein, 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 nein. Nein! Oh, Alter, was für ein schnelles Gameplay. Ja! Mein Gott! Dieses Spiel macht mich fertig. Es macht mich so fertig. Was? Als ob die Sporen mich noch getroffen haben. Die waren schon weg. Eine Riesenkatze! Kommt da jetzt der Endgegner? Und wir gehen jetzt in die Riesenkatze. Oh, tatsächlich, da sind die Katzen. Ist das jetzt das Ende? Well, well, look who it is. It's our little irresponsible feederit Paul. What do you have to say for yourself? This place is nowhere near up to code. Your guestbook might as well be an obituary. How does anyone survive a stay at this Crow Hotel? Ich weiß auch nicht, wie hier einer überleben konnte. Ich weiß gar nicht, wie überhaupt jemand hier ein Hotel sich, ein Zimmer sich überhaupt mieten konnte. Ja, ich weiß nicht. We have no other choice but to blow this place up with our handy CP boom. CP boom. Okay, die wollen also den ganzen Laden einfach in die Luft jagen. Das finde ich jetzt aber uncool. Okay, 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 okay. Übertreibt nicht. Übertreibt nicht. Okay, jetzt kommt der andere, oder? Kommt der andere? Was macht er? Er schießt. Er schießt. Er schießt. Oh, ich muss aufladen, glaube ich. Ich glaube, das ist sinnvoller, oder? Jetzt kommt der andere wieder runter. Komm her. Jetzt springt er. Jetzt springt er. Er springt. Er springt. Oh. Okay, der nächste kommt wieder. Was macht er jetzt? Putz. Putz. Was? Oh. Lass mich doch mal auch angreifen. Okay, okay. Bis jetzt läuft der ganze Kampf ganz einfach. Komm schon. Oh, fast down. Komm, spring runter. Ihr werdet mein Hotel nicht schließen. Nicht heute jedenfalls. Sie fusionieren sich noch zu einer Monsterkatze. Als ob. Nein, wie soll ich denn ausweichen? Ich kann nicht mal drüber springen. Als ob. Und er ist down. Perfekt. So, ich habe noch 2 Herzen. Ich weiß echt nicht, wie ich gleich ausweichen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich ausweichen soll. Ich lade schon mal auf. Piu. Und piu. Ich kann ja nicht über ihn rüberspringen. Nein. Nein. Oh mein Gott. Ich kann doch gar nicht rüberspringen. Er ist zu groß. Okay, 3 Herzen. Ja, jetzt muss es doch klappen. Komm, 3 Herzen, bitte. Das muss jetzt hinhauen. Das muss jetzt hinhauen. Okay, und? Go! Nein, ausgewicht, perfekt. Okay, man muss einfach nur dem Angriff ausweichen. Dann klappt das, dann klappt das. Ich muss nur dem Angriff ausweichen. Ich muss gar nicht über ihn drüber springen. Okay, perfekt. Alter, das läuft hier richtig gut. Das läuft hier... Oh mein Gott, Stifte! Komm, ich hab noch 2 Herzen. Ich hab noch 2 Herzen. Das klappt, das klappt, das klappt, das klappt. Oh! Du, dicke, fette Katze. Ja? Mein Hotel wird nicht geschlossen. Nicht heute. Okay. Autsch. Look, Crow, we may be mean health inspectors, but we are still reasonable guys. I know when to quit. I'll shut the CP bomb off and leave you alone. Ja, dann mach sie aus und verpiss dich. Verzieht euch aus meinem Hotel. Das ist mein Hotel. Die Leute, die hier hinkommen, die lieben dieses Hotel, so wie es ist. Es bleibt so, wie es ist. Just don't tell our boss we were beat by a little feather brain like you. Ich bin kein Federgehirn, ja? Oder Federkopf. Ich bin ein Hotelmanager, ja? Verzieh dich einfach. You won't be so lucky for our next inspection. See you around, Crow. Verzieh dich. War's das? Das war's. Das war's. Okay, kommt noch was? Das Ending. Sind das wirklich? Sind das wirklich? Das ist wirklich Personal, oder? Die waschen gerade Wäsche für ihn. Da ist der. Ah, okay. Okay. Der Skelett schmilzt das Eis.
Happy End, Leute. Happy End. Die Ratte fängt wieder an zu arbeiten. Das ist schön, Ratte. Das machst du schön. Wen hatten wir noch? Wir hatten noch den, genau, den Frosch hatten wir noch gehabt. Was macht er? Er macht gar nichts. Er bleibt einfach hier sitzen. Er bleibt einfach sitzen. Ein Geist noch irgendwas? Nee. Okay, das war's. The End. Crowtail. Perfekt. Ey, die kleine süße Krähe. Oh, sie ist so süß. Ich habe sie tief in mein Herz geschlossen. Ein wunderschöner Vogel. Ja, wenn nicht sogar der schönste Vogel der Welt. Ja. Das war's aber für Crowtail. War ein kleines, nettes Abenteuer. Ja. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst bestimmt, wie ihr das zeigen könnt. Und wir sehen uns dann, bei was auch immer, demnächst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann demnächst. Ja. Oder so. Und denkt immer dran. Krähe! Krähe!